Ohrchen 12.04.2018 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. Gemüsebrühepulver, Klammer auf ZKO 1 5110 Gramm Tomaten 51 rote Paprikaschote 108 Gramm Zwiebein Klammer zu, 2 Knoblauch CNS 1 Avocat 1250 G schwarze Bohnen oder Kidneybohnen Klammer auf Dauer 11 Esslöffel, Öl 134 bis 1 T 1 Kreuzkümmel E Salz E Pfeffer 2 Einreis in köchelndem Wasser mit Gern Klammer auf E nach Packungsangabe Garen, Abk, Tomaten und Paprika waschen, Putzwürfeln, Zwiebeln und Knoblauch A und Hacken, Avocado von Kern und Skfreien und Würfeln, Bohnen abgießen, A0J Paprika in heißem Öl anbraten, Zwiebknoblauch zugeben und mitbraten, Kümmel zufügen und anschwitzen, Reis und Bohnen untermischen, salzen und für warmen Reissalat auf Teller geben, A darauf verteilen und sofort servieren. Tomaten. A 1/2 Bund Petersilie D 509 Reibekäse La 4 Puttenschnitzel Salz Pfeffer Tee 2-3 Esslöffel Öl 1 Beutel Kartoffelpüree Klammer auf zum Beispiel Pfenny Klammer zu 1 Beutel Jägersoße 1 Tomatenvierteln entkernen und feinwürfeln Petersilie hacken beides mit Käse vermischen Schnitzel flachklopfen salzen und pfeffern Fleisch mit Tomatenkäsefüllung belegen, zusammenklappen und mit Spießen feststecken. In eine Pfanne in heißem Öl bei starker Hitze kurz anbraten, bei mittlerer Hitze fertig braten, herausnehmen und warm halten. 3 Kartoffelpüree in einem Topf mit Wasser nach Packungsangabe zubereiten. In der Pfanne 250 ml kaltes Wasser und Beutelinhalt der Jägersoße unterrühren auf Kochen, eine Minute schwach köcheln lassen und zu den Putentaschen mit Kartoffelpüree servieren. Pasta Napoli mit Oliven Zutaten für 4 Portionen 11 Zwiebel, 1 Knoblauch CF 2 T 1 Pflanzencreme E 400 Gramm stückige Tomaten Klammer auf Dose Klammer zu 50 Gramm Tomatenmark 400 Gramm Spaghetti Salz größer als 50 Oliven in Scheiben 200 ml fettarme Kochcreme Klammer auf zum Beispiel Rama Creme Fin zum Kochen 7% Klammer zu K Pfeffer Zwiebel und Knoblauch schälen. Hacken und A in einem Topf in heißer Pflanzencreme glasig dünsten, stückige Tomaten und Tomatenmark zufügen und ca. 5 bis 10 Minuten köcheln lassen. 2 Spaghetti in kochendem Salzwasser nach Packungsangabe bis fest, garen, Oliven, Klammer auf bis auf einige Scheiben zum Garnieren, Klammer zu, und Kochcreme zur Tomatensoße geben und erhitzen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Spaghetti abgießen und abtropfen lassen, entweder gleich unter die Tomatensauce mischen oder auf Teller geben und Soße darauf verteilen. Mit restlichen Olivenscheiben garnieren. Zutaten für ca. 15 Stücke für die Füllung, E 200 Gramm Marzipanrohmasse B 80 Gramm Puderzucker E rote Back- und Speisefarbe, zum Beispiel Dr. Oetker für den Rührteig, D 175 Gramm weiche Butter oder Margarine 150 Gramm Zucker E 3 Tropfen Bittermandelaroma eine Prise Salz D 3 Eier Klammer auf M Klammer zu, D 225 Gramm Weizenmehl 3 Gestach. TL Backpulver zum Verzierer, ca. 150 Gramm Puderzucker D rote Back- und Speisefarbe einige Dekorschmetterlinge, Kastenform, Klammer auf 25 x 11 cm Klammer zu, fetten und mehlen, Backofen auf 180 Grad vorheizen, für die Füllung Marzipanrohmasse und Puderzucker in eine Rührschüssel geben, einige Tropfen rote Speisefarbe hinzufügen und verkneten, dick ausrollen. Mit einem Schmetterlingsausstecher, Klammer auf etwa 4 cm Klammer zu, der in Puderzucker gewendet wurde, die Masse zu Schmetterlingen ausstechen. Die Schmetterlinge zu mehreren Stapeln zusammensetzen. N für den Rührteig, Butter oder Margarine mit leinem Mixer, Klammer auf Rührstäbe Klammer zu, geschmeidig rühren. Nach und nach Zuckeraroma und Salz zufügen, bis eine gebundene Masse entsteht. Jedes Ei ca. 1/2 min. Auf höchster Stufe unterrühren. Mehl mit Backpulver mischen portionsweise auf mittlerer Stufe und rühren. Ein Drittel des Teiges in der Form glatt streichen. Die Schmetterlingsstapel in die Mitte des Teiges legen.
Restlichen Teig mit 2 Esslöffeln zuerst an den Rand geben, dann Schmetterlingsstrang vorsichtig bedecken und glatt streichen. Im heißen Backofen, Klammer auf unteres Drittel, Klammer zu, 55 Minuten backen. Nach 2010 Minuten Backzeit Kuchen der Länge nach ca. 1 cm tief einschneiden. Nach dem Backen Kuchen 10 Minuten in der Form stehen lassen. Dann lösen, auf einen mit Backpapier belegten Kuchenrost stürzen und erkalten lassen. Zum Verzieren Puderzucker mit Wasser und Ei etwas roter Back- und Speisefarbe zu einem dickflüssigen Guss verrühren. Auf dem Kuchen verteilen und die Dekorschmetterlinge in Form eines Schwarmes auf dem noch feuchten Guss anordnen. Trocknen lassen. 4.944.444.44446 m. Currysuppe, eine Zwiebel, 1 Knoblauchzehe und 8 Gramm Ingwer, Haken, in eine türkische Lira Pflanzencreme dünsten, 30 neuen Reis und eine türkische Lira Curry zufügen, 150 ml Hühnerbrühe und 150 ml Ananassaft aufkochen, 10 Minuten garen, 80 Gramm Shiitake-Pilze halbieren, in eine türkische Lira Pflanzencreme braten, salzen und pfeffern. 100 Gramm Hähnchenbrustfilet klein schneiden, zufügen. 150 ml Kochcreme, Klammer auf zum Beispiel Rama-Creme-Fin, Klammer zu, hinzufügen. 5 Minuten garen. Mit Salz, Pfeffer und etwas Koriander zugeben. PP 385. Altwiener Suppentopf, 1 gelbe und 1 orangefarbene Karotte schälen und längs in Scheiben schneiden, 1-1 unterstrich Corner. 122 in 1,5 cm dicke Scheiben schneiden. 30 Gramm Suppennudeln zufügen. 5 Minuten köcheln. PP 184 Kilokalorien kräftige Hühnersuppe 1,5 Hähnchen in Salzwasser mit 1 Lorbeerblatt und 1,5 Teelöffel Pfefferkörner eine Stunde köcheln. Hähnchenfleisch würfeln. 2 Möhren würfeln zufügen. 30 kochen. 60 ml Milch und 1 Ei verrühren mit Salz und Muskatwürzen, in eine Form geben, über einem heißen Wasserbad 20 Minuten zugedeckt stocken, stürzen, würfeln, 1 Zucchino spiralisieren mit Hähnchen, / 2 und Frühlingszwiebeln und Eierstich zufügen, 8 köcheln, mit Salz, Pfeffer und Petersilie würzen, pp. Buchstabensuppe 30 Gramm Margarine schaumig rühren, 1 Ei zugeben, 20 Gramm geriebenen Edamer, 50 Gramm Mehl und 20 Gramm gehackte Kochschinkenwürfel zufügen, zu Klößchen formen, 1 Beutel Buchstabensuppe, Klammer auf zum Beispiel Knorr, Klammer zu, in 750 ml kochendes Wasser geben, 140 Gramm Brokkoli und Klößchen zufügen, 10 Minuten köcheln lassen. Mit 1 Esslöffel gehackter Petersilie servieren. PP 4. Lauchsuppe 2 TK-Brezeln auftauen, zu Laugenbällchen formen. Bei 200 Grad 15 Minuten backen. 1 Beutel Spargelcremesuppe in 500 ml kaltes Wasser einrühren, aufkochen. 150 Gramm Lauch in Ringe schneiden, zufügen. 10 Minuten köcheln. 3 Scheiben Kochschinken in Streifen schneiden hinzufügen. 2 Minuten köcheln, mit einer türkischen Lira süßem Senf und Muskatnuss würzen, Laugenbällchen dazu reichen, pp 4. Hochzeitssuppe 750 ml Wasser aufkochen und 1 Beutel Hochzeitssuppe, Klammer auf zum Beispiel Knorr, Klammer zu, einrühren, 1 gegarte rote Beete in Streifen schneiden und 1 weitere gegarte rote Beete mit 3 Esslöffel Wasser pürieren, zufügen, 8 Minuten garen. 1,5 Scheiben Toastbrot würfeln, in 1 Esslöffel Öl rösten, mit einer türkischen Lira geriebenem Meerrettich mischen, eine Frühlingszwiebel in Ringe schneiden, in die Suppe geben, Croutons zufügen, pp 245. Zutaten für ca. 16 Stücke 1,75 Gramm Haselnusskerne 190 Gramm Haferkekse, zum Beispiel McVitie's Hopnobs 1250 g Möhren 12 Esslöffel Zitronensaft 1125 g weiche Butter oder Margarine 1125 g Zucker 1,1 Päckchen Vanillezucker 1 Volt ATL gemahlener Zimt 1,1 Prise Salz
14 Eier, Klammer auf M, Klammer zu, 1150 g Mehl, 11 Päckchen Backpulver, 1100 g gemahlene Haselnusskerne, 1200 g Doppelrahm Frischkäse, 1-2 bis 3 Esslöffel Schlagsahne, 1,75 g Puderzucker, Haselnüsse in eine Pfanne ohne Fett rösten, abkühlen lassen, grob hacken, Kekse grob hacken, Möhren schälen, fein raspeln, mit Zitronensaft beträufeln, Backofen auf 175 Grad vorheizen, Fett, Zucker und Vanille, Zucker, Zimt und Salz, cremig rühren, Eier nacheinander unterrühren, Mehl, Backpulver und Gem, Haselnüsse unterziehen, Möhren raspeln, Keksstücke bis auf 2 Esslöffel zum Verzieren und Haselnüsse unterheben. Kastenform Klammer auf 1,51 Klammer zu, fetten und bemehlen. Teig einfüllen, glatt streichen. 35 bis 45 Minuten backen, Klammer auf Stäbchenprobe Klammer zu. 10 Minuten abkühlen lassen, aus der Form stürzen, auskühlen lassen. Frischkäse und Sahne glatt rühren. Puderzett. Zucker zufügen, dickcremig aufschlagen. Locker auf den Kuchen streichen. Mit Keksstücken verziehen und in Stücke schneiden. Zutaten für ca. 20 Stücke 1500 g Rhabarber, 1250 g weiche Butter oder Margarine, 1150 g Zucker, 1 pk, Vanillezucker, 1 pk, geriebene Zitronenschale, zum Beispiel Dr. Oetker, 31 Prise Salz, 1,5 Eier, Klammer auf M, Klammer zu, 375 Gramm Weizenmehl, 14 Gestr, TL Backpulver, 150 Gramm weiße Kuvertüre, eine türkische Lira Speiseöl, zum Beispiel Sonnenblumenöl, 1 Rhabarber waschen, putzen, Klammer auf nicht abziehen, Klammer zu, und in etwa 2 cm lange Stücke schneiden. Eine Gugelhupfform Klammer auf 22 cm 0 Klammer zu, fetten und bemehlen. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. 2 Butter oder Margarine Klammer auf Rührstäbe Klammer zu, geschmeidig rühren. Nach mit einem Mixer größer als und nach Zucker Vanillezucker, Zitronenschale und Salz hinzufügen, bis eine gebundene Masse entsteht. Jedes Ei etwa 1,5 Minute auf höchster Stufe unterrühren. Mehl mit Backpulver mischen und kurz auf mittlerer Stufe unterrühren. Rhabarber unterheben und Teig in der Form glatt streichen. Form auf dem Rost in den heißen Backofen schieben und im unteren Drittel ca. 60 Minuten backen. Kuchen 10 Minuten in der Form stehen lassen, anschließend auf einen Kuchenrost stürzen und erkalten lassen. A-Kuvertüre grob hacken und mit Öl im Wasserbad bei schwacher Hitze schmelzen. Gugelhupf mit der Kuvertüre überziehen und fest werden lassen. Zutaten für 2010 Stücke für den Teig, 1150 Gramm Butter, 1150 g Zucker, 11 Päckchen Vanillezucker, 11 Prise Salz, 12 Biolimetten, Saft und Abgar. Schale 13 Eier, Klammer auf M, Klammer zu, 1200 g Weizenmehl Type 405, zum Beispiel Aurora, 150 Gramm Weizenstärke, 11 Päckchen Backpulver, 1,50 ml Milch für den Guss, 1100 g Puderzucker, 12 Esslöffel Zuckerrohrschnaps, 1 gehäufter EL brauner Zucker, 1 Backofen auf 180 Grad vorheizen. Butter mit Zucker, Vanillezucker, Salz und Hälfte der Limettenschale schaumig rühren. Eier nach und nach unterrühren. Mehl mit Weizenstärke und Backpulver mischen, abwechselnd mit Milch und Limettensaft einrühren. 2 dl Masse in eine gefettete bemehlte Gugelhupfform füllen, glatt streichen und auf der mittleren Schiene ca. 50 bis 55 Minuten backen. Nach dem Backen den Kuchen ca. 10 Minuten in der Form ruhen lassen, vom Rand lösen, Kuchen auf ein Kuchengitter stürzen und vollständig auskühlen lassen. 2 für den Guss Puderzucker mit Zucker, Klammer zu, Rohrschnaps und der restlichen Limettenschale glatt rühren, auf dem Kuchen verteilen und mit braunem Zucker bestreuen. Zutaten für 2 Portionen 1500 g weißer Spargel/Salz, 1
Pfeffer aus der Mühle 1175 g Süßkartoffeln 1150 g Zucchini 11 Esslöffel Rapsöl 1 tl getrockneter Thymian 125 g Semmelbrösel 150 g gekochter Schinken in dünnen Scheiben Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. Den Spargel waschen und schälen, die holzigen Enden abschneiden. Den Spargel in zwei Portionen teilen, jede Portion auf ein Groten mit Salz würzen, zugedeckt bei Zimmertemperatur ruhen lassen. 41 Zwiebeln schälen in Ringe schneiden, mit etwas Mehl vermischen. Öl in einem Brottopf erhitzen, Zwiebelringe ausbacken. Grünen Spargel im unteren Drittel, weißen Spargel ganz schälen. Holzige Enden jeweils abschneiden und die Stangen schräg in Stücke schneiden. Ofen auf 180 Grad vorheizen. Steaks in heißem Butterschmalz auf jeder Seite eine Minute anbraten. Pfeffern, einzeln in Alufolie wickeln, im Ofen etwa 15 Minuten garen. Butter in eine Pfanne erhitzen, Spargel bis fest braten. Mit Salz und Pfeffer würzen und Creme fraiche unterrühren. Spargel mit Steaks und Zwiebelringen anrichten. Nach Belieben Kräuterbutter dazu reichen. Stück Alufolie legen. Mit Salz und Pfeffer würzen und in der Folie einwickeln. Im Backofen, Klammer auf Mitte Klammer zu, ca. 15 Minuten garen. 2 Inzwischen die Süßkartoffeln gründlich waschen oder schälen und längs in dicke Spalten schneiden. Die Zucchini putzen Waschen, in ähnlich lange Spalten schneiden. 3 Das Öl mit Salz, Pfeffer und dem Thymian verrühren. Kartoffel und Zucchini Spalten in der Ölmischung wenden und in eine flache Auflaufform geben. Die Semmelbrösel darüber streuen. Die Form zum Spargel in den Backofen schieben und alles zusammen ca. 15 Minuten weiter backen, bis das Gemüse bis fest ist. 4 Den Spargel zusammen mit den Kartoffeln und Zucchini Spalten und dem Schinken auf Tellern anrichten. Zutaten für 6 Portionen 1750 g grüner Spargel 1 Salz 1 Zucker 1 10 9 Butter 13 Blatt weiße Gelatine 1200 g Doppelrahm Frischkäse 1250 g Schmand 1 Pfeffer aus der Mühle 1300 g Räucherlachs in Scheiben 1 weißer Pfeffer 11 kleiner Bund Dill 1 Spargel waschen, im unteren Drittel schälen, holzige Enden abschneiden. In Salzwasser mit einer Prise Zucker und Butter ca. 5 Minuten sprudelnd kochen, herausnehmen, abtropfen und abkühlen lassen. 2 Gelatine in kaltem Wasser 5 Minuten einweichen. Frischkäse und Schmand glatt rühren, salzen, pfeffern. Gelatine ausdrücken, in einem Topf bei schwacher Hitze auflösen und unter die Frischkäsecreme rühren. 2 kleine Kastenform mit Frischhaltefolie auslegen. Form mit den Lachsscheiben so auslegen, dass die Scheiben rundherum ca. 6 cm über den Rand hinausragen. Frischkäsecreme und Spargel abwechselnd in die Formschichten, das Ganze mit den überhängenden Lachsscheiben bedecken. Terrine meint, 3 Stunden in den Kühlschrank stellen. Terrine mit Hilfe der Frischhaltefolie aus der Form heben, in Scheiben schneiden. Dillbällchen abzupfen. Terrine mit weißem Pfeffer und Dill bestreut servieren. 800 g Rinderfilet oder Rostbeefsalz, 30 g Butterschmalz, Pfeffer aus der Mühle, 13 bis 4 Zwiebeln, Mehlöl zum Ausbacken, 800 g weißer und grüner Spargel, Butter, Salz, Pfeffer aus der Mühle, 2 Esslöffel Creme freiche Fleisch meint, 30 Minuten vor dem Braten aus dem Kühlschrank nehmen, in 4 je 2 bis 3 cm dicke Stücke schneiden auf beiden Seiten von Achimsem Zutaten. Für 2 Portionen 1500 g weißer Spargel / Salz 1 Pfeffer aus der Mühle 1175 g Süßkartoffeln 1150 g Zucchini 11 Esslöffel Rapsöl 1 tl getrockneter Thymian 125 g Semmelbrösel 150 g gekochter Schinken, in dünnen Scheiben Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. Den Spargel waschen und schälen, die holzigen Enden abschneiden. Den Spargel in 2 Portionen teilen, jede Portion auf ein Groten mit Salz würzen, zugedeckt bei Zimmertemperatur ruhen lassen. 41 Zwiebeln schälen, in Ringe schneiden, mit etwas Mehl vermischen. Öl in einem Brottopf erhitzen, Zwiebelringe ausbacken. Grünen Spargel im unteren Drittel, weißen Spargel ganz schälen.
holzige Enden jeweils abschneiden und die Stangen schräg in Stücke schneiden. Ofen auf 180 Grad vorheizen. Steaks in heißem Butterschmalz auf jeder Seite eine Minute anbraten. Pfeffern, einzeln in Alufolie. Banane schälen und in Scheiben schneiden. Birne schälen, vom Kerngehäuse befreien und Fruchtfleisch in Stücke schneiden. Orangen halbieren und Saft auspressen. N-Bananenscheiben, Birnenstücke und Orangensaft zusammen mit Mandeldrink in einen Rührbecher geben und mit dem Stabmixer fein pürieren. Shake mit Vanillezucker abschmecken und am besten gekühlt genießen. Tipp: Der fruchtige Mix fördert ihren Fettabbau, hemmt den Heißhunger und die Lust auf Süßes. Und wenn's mal schnell gehen muss, können Sie den frisch gepressten Orangensaft einfach durch 250 ml Orangensaft aus der Flasche ersetzen. Pasta Napoli mit Olivenzutaten für 4 Portionen 11 Zwiebel, eine Knoblauchzehe F2T1 Pflanzencreme E 400 Gramm stückige Tomaten, Klammer auf Dose Klammer zu, 50 Gramm Tomatenmark 400 Gramm Spaghetti Salz größer als 50 Oliven in Scheiben 200 ml fettarme Kochcreme, Klammer auf zum Beispiel Rama Creme Fin, zum Kochen 7% Klammer zu, K Pfeffer Zwiebel und Knoblauch schälen. Hacken und A in einem Topf in heißer Pflanzencreme glasig dünsten. Stückige Tomaten und Tomatenmark zufügen und ca. 5 bis 10 Minuten köcheln lassen. 2 Spaghetti in kochendem Salzwasser nach Packungsangabe bis fest garen. Oliven, Klammer auf bis auf einige Scheiben zum Garnieren, Klammer zu, und Kochcreme zur Tomatensoße geben und erhitzen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Spaghetti abgießen und abtropfen lassen, entweder gleich unter die Tomatensauce mischen oder auf Teller geben und Soße darauf verteilen. Mit restlichen Olivenscheiben garnieren. Zutaten für 4 Portionen für den Spargel: 11 Kilogramm grüner Spargel, 3 Esslöffel Olivenöl, 0 Salz, Pfeffer, Zucker, Abrieb von 1,5, unbehandelten Orange oder Zitrone FL, 100 Gramm Butter, 100 Gramm Semmelbrösel, 2 Esslöffel gehackte Kräutersalz für die Pochutz, Klammer zu, 4 Esslöffel Weißweinessig, 4 Eier, 25 Gramm geröstete Pinienkerne, Spargel im unteren Drittel schälen, holzige Enden abschneiden, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, mit Öl beträufeln, mit Salz, Pfeffer, Zucker und Orangen- oder Zitronenabrieb bestreuen, im Backofen etwa 20 Minuten garen, Butter schmelzen lassen, Brösel darin goldgelb rösten, Kräuter unterrühren, salzen, in eine Schüssel geben und auskühlen lassen. Pochierte Eier einzeln zubereiten, 2 Liter Wasser mit Essig zum Sieden bringen, Ei in eine Tasse aufschlagen, das heiße Wasser zu einem Strudel. 1 rote Paprikaschote B 300 Gramm Salatgurke 80 Gramm Eisbergsalat 100 Gramm Mais, Klammer auf Dose Klammer zu, 11 Esslöffel Öl B 200 Gramm Rinderhackfleisch 1 Beutel Würzmischung für Paprikarahmschnitzel, Klammer auf zum Beispiel Knorr Klammer zu, 4 Tortillafladen I 30 Gramm geriebene Mozzarella, 1 Paprika halbieren, entkernen, waschen und würgefein. Gurke waschen oder schälen und in Scheiben schneiden, Salatblätter putzen, waschen und trocken schleudern, Mais abgießen und abtropfen lassen, Öl in eine Pfanne erhitzen und Hackfleisch darin eher krümelig braten, 250 ml kaltes Wasser zugießen, Würzmischung für Paprikarahmschnitzel einrühren und unterrühren aufkochen, Paprika und Mais zufügen und das Ganze bei mittlerer Hitze 5 Minuten kochen. Anschließend vom Herd nehmen und einige Minuten abkühlen lassen. Tortillafladen in einer heißen Pfanne ohne Fett, J kurz erhitzen und auf Teller legen. Gurkenscheiben, Salatblätter, Hackfleischfüllung und Mozzarella darauf verteilen. Tortillafladen aufrollen, diagonal durchschneiden und mit Servietten umwickeln. Tipp: Mit einem leichten Joghurt-Dip schmecken die herzhaften Hackwraps noch besser. Süße Polenta mit Beere Zutaten für 4 Portionen E1 Biolimette 4250 ml Kochcreme,
Klammer auf, zum Beispiel Rama-Cremefin zum Kochen 15% Fett, Klammer zu, 75 Gramm Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 3,65 g Polenta, Klammer auf Maisgrieß, Klammer zu, 250 Gramm Erdbeeren, 2 Esslöffel Puderzucker Y2 und Basilikum, 2 Esslöffel Margarine, Limette waschen, Trockentupfen, Schale abreiben, Saft auspressen. Kochcreme, Zucker und Vanillezucker, im Topf aufkochen, Polenta zufügen und bei niedrigster Hitze 15 Minuten unterrühren quellen lassen. Vom Herd nehmen, Limettenabrieb unterrühren und 10 Minuten zugedeckt ziehen lassen. Senior Polenta Masse auf einem Blech mit Backpapier ca. 2 cm dick verstreichen und 60 Minuten kühlen. 2 Beeren vierteln, 50 Gramm davon mit Puderzucker und Limettensaft pürieren. Restliche Beeren untermischen und mit gehacktem Basilikum verfeinern. 3 Polenta in Stücke schneiden, in heißer Margarine goldbraun braten und mit Beeren garnieren. Steak mit Ofengemüse, Zutaten für 4 Portionen E, Klammer zu, 1 Esslöffel Rinderbouillonpulver, Klammer auf, zum Beispiel Knorr, Klammer zu, E, 4 Esslöffel 014 Rindersteaks, Klammer auf, E, 150 Gramm, Klammer zu, 2 Zucchini 500 Gramm, K, 1 Pfeffer, P, 16 Kirschtomaten, Salz, Bouillonpulver mit 2 Esslöffel Öl, vermischt E, Steaks damit einreiben. Zucchini, Kartoffeln schälen, beides in Stückes auf einem Backblech verteilen, mit Restk beträufeln und mit Pfeffer würzen. 2 Zucchini und Kartoffeln im vorgeheizt bei 220 Grad 20 Minuten garen und gelegentlich wenden. Dann Tomaten zuge, das Ganze ca. 10 Minuten weiter garen, Gemüse goldbraun ist. SM marinierte Steaks bei starker Hitze Karten pro Seite braten oder grillen. Gemüse aus dem Ofen nehmen, ihn und zum Fleisch servieren. Eibling auf Kartoffeln, Zutaten für 4 Portionen, Klammer zu, 600 Gramm festkochende Kartoffeln, eine Möhre E, 100 Gramm Lauch, 11 Esslöffel Margarine, 500 Milliliter Gemüsebouillon, Klammer auf, zum Beispiel Knorr, Klammer zu, 1100 Milliliter Sahne, 600 Gramm Saiblingfilets, Klammer auf, frisch oder TK, Klammer zu, 1 Salz, F, 3 Esslöffel Öl, 2 türkische Lire Meerrettich, Klammer auf, Glas, Klammer zu, K, Pfeffer, Mehl, Kartoffeln und Möhre schälen und würfeln. Lauch putzen, waschen und kleinschneiden. Margarine in einem Topf erhitzen, Kartoffeln und Möhre zufügen und 2 Minuten dünsten. Bouillon zugießen, kurz aufkochen und offen ca. 12 Minuten köcheln lassen. Lauch und Sahne zuköcheln lassen. Unterstrich. Zutaten für 4 Portionen E, 300 Gramm Möhren E, 450 Gramm Kohlrabi T, 150 Gramm Zuckersalz, 200 Milliliter Kokosmilch minus 2 bis 3 Esslöffel Soßenbinde Gemüse, Klammer auf, zum Beispiel Mondamin, Klammer zu, Pfeffer, etwas Zitrone, eine Packung Mini Kartoffelknödel, 3 Esslöffel Sesam, Möhren und Kohlrabi schälen und in 1 Stifte schneiden. Zuckerschoten W-Möhren in kochendem, leicht gesalzenem 2 Minuten garen, Kohlrabi zufügen und 4 garen. Zuckerschoten zugeben und 2 Minuten drehen. Gemüse abseilen, Wasser dabei auf V2 250 ml Gemüsewasser und Kokosmilch aufkochen mit Soßenbinder andick mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmeiknödel in kochendem Wasser bei NJ-Hitze 7 Minuten garen und abgießen in eine Pfanne ohne Fett rösten und Knödel wälzen, mit Gemüse und Kokossoße an Samstag.